Ja, hallo zusammen und willkommen zum zweiten Tag, der zugegebenermaßen rein motorradtechnisch natürlich relativ langweilig war, weil heute nichts anderes anstand, als von Würzburg nach Südfrankreich zu fahren. Vielleicht noch kleiner Nachtrag von gestern. Ihr habt ja schon da im Video mal kurz gesehen, dass wir wirklich eine ziemlich bunte Mischung in Sachen Motorrädern hatten. Und genauso bunt war eigentlich die oder ist die Mischung an Leuten, die dabei sind, vom Alter her, von der Region aus Deutschland, aus der wir kommen. Und schon im Vorfeld hat sich eine WhatsApp-Gruppe gegründet, sozusagen, in der sich schon abgezeichnet hat, dass es auch eine ziemlich lustige Truppe ist. Und das hat sich eigentlich gestern an dem Tag gleich bestätigt. Und da ich das ja hier im Nachhinein jetzt da spreche, kann ich also auch über den Tag verteilt sagen, wirklich ein lustiger Haufen, Stimmung ist super. Ja, und mit der Stimmung sind wir heute Morgen eigentlich dann auch schon gleich gestartet. Wie gesagt, über den Tag verteilt eigentlich nur Programm, hier nach Südfrankreich zu kommen. Auf dem Weg dorthin sind wir heute dann wirklich durch vier Länder gefahren. Also Deutschland natürlich, wo wir gestartet sind dann durch die Schweiz gefahren, durch Italien, um dann letztendlich hier in Frankreich einzutrudeln. Die Strecke fand ich dabei eigentlich ziemlich cool. Natürlich mit dem Auto gefahren. Wir wollten schnell runterkommen, Autobahn gefahren, was ja eigentlich so gar nicht mein Thema ist. Aber ich muss gestehen, so die Strecken waren natürlich irre. Also da kann man wirklich nur ins Schwärmen geraten. Und wenn man sich dann da unten anguckt, Schweiz, Italien, Frankreich, sind ja überall Tempolimits. Und ich muss gestehen, so mit 110, 120, 130 könnte ich mir sogar vorstellen, sowas mal mit dem Motorrad zu fahren. Also wie gesagt, von der Strecke her einfach nur irre. Also super Sachen. Leider klappt das mit dem Bild, oder ich habe zwar ein paar Aufnahmen gemacht, die ich euch jetzt da dann mal so ein bisschen durchlaufen lasse, um zumindest ein paar Impressionen zu zeigen, aber die Bilder geben es bei weitem nicht wieder, wie geil diese Landschaft hier runter zu es ist. Entweder war mal, bis man die Kamera rausgekramt hatte, um drauf zu drücken, war es schon längst wieder vorbei, oder es waren ständig irgendwelche Leitplanken oder Schallschutzwände im Weg. Aber trotzdem denke ich mal, kriegt ihr einen recht schönen Eindruck, was für eine abgefahrene Strecke das hier runter ist. Also durch die drei zusätzlichen Länder durch einfach nur irre. Und ja, dann lasse ich euch erstmal ein bisschen was von den Bildern genießen, bevor ich dann noch ein paar Wörtchen habe über unser Hotel. Open eye, feel the waves cut through me. Hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the sky. Make me move. You can make me.
12 Stunden sind wir dann auch im Hotel angekommen, haben halt noch ein paar Päuschen gemacht zwischendurch und kurz vorm Schluss hatten wir dann noch ein bisschen Stau. Bis dahin hatten wir wirklich Glück gehabt durch die ganzen Länder durch. Das lief einfach nur flüssig. Ja, und ihr seht's ja schon, es macht schon einen relativ edlen Eindruck, dass nicht nur von außen, sondern auch die Zimmer wirklich schick und mit kleinem Balkönchen dabei. Echt schön, schön abgelegen auch das Ganze. Und das ließ natürlich auch schon für das Abendessen einiges versprechen. Und ja, das Versprechen wurde dann voll eingelöst. Ich muss dazu sagen, was Essen angeht, bin ich eigentlich eher der rudimentäre Typ. Also solche Dinge wie serviert auf einem Bett von Blattspinat und an einer Vinaigrette von Schieß mich tot ist eigentlich gar nicht so mein Ding. Mir reicht immer auf Teller an Soße, aber ich habe mich dann heute mal durchgerungen und ihr könnt ja mal versuchen, am Ergebnis des Tellers von der Vorspeise zu erraten, ob es mir denn dann auch geschmeckt hat. Ja, damit war es das erstmal für heute und dann hoffentlich morgen mehr. Und im Moment bete ich noch, dass ich die ganze Folge dann am Schluss auch hochladen kann.